Der Hallenser Zoo bietet vielen Tieren ein Zuhause. 191 Arten befinden sich derzeit auf dem Gelände. Besonders beliebt bei Jung und Alt sind dabei die Elefanten. Für Tierpfleger Norm Hase eine Herzensangelegenheit. Gerade jetzt, wo die Tiere Nachwuchs bekommen haben. Ja, also hier zum einen haben wir jetzt den Ajo. Der ist jetzt 3 Wochen alt. Das ist unser kleiner Elefantenbulle sozusagen, der Nachwuchs. Die Mutter ist die Panja, die hatte am Montag Geburtstag, ist 9 Jahre alt geworden. Okay. Was essen die eigentlich, wenn die so klein sind? Erstmal nur Milch oder? Ja, also essen in Anführungsstrichen tun sie nur Milch, also sie trinken, sie saugen Milch bei der Mutter. Mhm. Und das so die ersten 5, 6 Monate, bevor sie dann anfangen, auch mal feste Nahrung zu sich zu nehmen. Also sie stopft sich das alles schon in den Mund, Äste und Heu und solche Sachen oder Steine. Aber fressen tut sie, wie gesagt, noch nicht. Das kommt dann erst so mit 5, 6 Monaten, dass sie die erste feste Nahrung zu sich nehmen. Ajo hat am Anfang ein paar kleine Probleme mit dem Trinken. Ja. Er hat zwar an der Mutter getrunken, aber leider immer an der falschen. Er hat sich immer diese Metallmuttern genommen und hat da genippelt. Okay. Und das hat er so ungefähr 4, 4,5 Tage gemacht. Da war natürlich für uns erstmal die Gefahr, dass er nicht anfängt zu trinken bei der Mutter, weil dann hätte es Flaschenkind werden müssen. Das heißt, er hat 4, 5 Tage gar nichts getrunken? Hat gar nicht getrunken, nein. Und wie man sieht, sind die beiden abgetrennt. Warum das? Also zurzeit sind die beiden noch getrennt, damit erstmal die Mutter-Kind-Bindung zwischen der Mutter und dem Kind jeweils sich festigt. Mhm. Damit es nicht zu Verwechslung kommt und irgendwann vielleicht das eine Kind zur anderen Mama rennt. Und wenn wir die Tiere dann mal trennen oder reinholen, alle beiden immer derselben Kuh hinterherlaufen. Ja. Das ist ganz wichtig. Es kann natürlich trotzdem passieren, dass 2 Elefanten bei einer Mutti trinken. Das ist in der Natur auch so. Mhm. Das dürfen sie auch. Und irgendwann ist unser Ziel, die Herde wieder zusammenzufügen. Gerade steht die nächste Fütterung an. Für die Elefanten gibt es Äpfel und Bananen. Und das finden natürlich auch Elefanten gut. Und besser als ein Zuckerwürfel ist es alle Male. Also man kann das auch richtig verstecken, was hier auf der Anlage jetzt ein bisschen schwierig ist. Die kommen jetzt rein ins Haus, damit die Kleinen auf die Außenanlage können. Und da öffnen wir jetzt von hier aus dieses Tor. Und dann läuft er im Prinzip durch den Gang hier. Das könnt ihr dann hier sehen, wie er hier reinläuft. Und dann läuft er in seinen Bereich, in den Bullenbereich im Prinzip hier rein. Also ihr macht das alles von hier sozusagen? Das ist alles, was mit dem Bullen zu tun hat, hier in dem Bereich machen wir alles von hier aus. Okay. Das ist für geschützten Kontakt ganz wichtig, weil nicht alle Elefanten so nett sind wie unsere. Natürlich. Und da muss man das auch von weiter weg machen können. Ich habe auch gesehen, dass du viele Elefanten-Tattoos hast. Ja, ein paar. Zeig mal bitte. Ja, also hier sind so afrikanische Elefanten. Ja. Dann wie gesagt, das habe ich an dem Tag gemacht, wo das Baby kam. Ah. Der Ajo. Ajo. Und dann habe ich noch eins auf dem Rücken. Und hier hast du noch eins. Ne? Ja, das ist ein Afrikaner und ein Asiate. Sehr schön. Und warum machen die das eigentlich, dass sie sich... Das, ja, was draufpacken. Wie gesagt, das machen, also nachdem sie baden waren im Pool, machen sie das meistens mit Sand oder Schlamm. Mhm. Das hilft gegen die Sonne, die Sonnencreme, gegen Insekten. Mhm. Und manchmal ist es auch kühler halt. Der Schlamm ist dann kühler als das ringsrum zur Abkühlung. Die persönliche Bindung zwischen Norm und den Tieren ist hoch. Doch wie in jeder anderen Beziehung auch, gibt es hier hin und wieder Kommunikationsprobleme. Was bedeutet das? So ganz genau kann ich die Elefantensprache auch noch nicht. Ich kann zwar schon sehr viel deuten, aber was das jetzt genau hieß, weiß ich nicht. Im Prinzip, wenn sie jetzt weglaufen würde und der Kleine nicht mehr trinken könnte, würde er jetzt auch irgendwelche Geräusche von sich geben. Da kann man davon ausgehen, dass er damit ihr meckert, dass er stehen bleiben soll, damit er halt in Ruhe trinken kann. Wie kann man merken, wenn etwas nicht stimmt? Also ein Zeichen, wo Elefanten jetzt so zum Beispiel sauer geworden sind oder wo es gefährlich sein kann? Ja, also... Generell, wenn ein Elefant so locker dasteht, die Ohren nach hinten und so alles ruhig ist, ist eigentlich alles in Ordnung. Aber wenn er dann auf einmal meistens eine ruckartige Bewegung macht und die Ohren so nach vorne klappt, vielleicht den Kopf noch ein Stück hochzieht oder den Schwanz hinten hoch, dann sollte man schon vorsichtig sein. Dann hat er sich entweder erschreckt oder ihm passt irgendwas gar nicht. Und dann könnte es schon sein, wenn er nicht weg kann, dass er dann auch mal angreift. Ja, das war sehr schön heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass wir hier sein dürften. Ja. Dankeschön für alles, wirklich. Hat Spaß gemacht. Gerne, immer wieder.
Für den wenige Wochen alten Ayu gibt es noch viel zu entdecken. Der Kontakt mit anderen Menschen ist noch ungewohnt. Bald aber wird er sich mit der Hilfe von Norm im Hallenser Zoo zurechtfinden.